wieder hier zu sein. Ich glaube, wir kennen uns fast alle schon. Und ich freue mich auf neue Gewichter. Ich bin aus Frankfurt, nämlich für die, die mich noch nicht kennen. Und ich bin Jenny. Ich habe am Herz gehabt, einen kleinen Werbe mit euch zu teilen. Wir werden in Philippa 1, 11, 29 spielen. Philippa 1, 11, 29 bis 30. Wer dabei ist, kann entweder auf Französisch oder auf Deutsch lesen. Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Mashiach, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, en soutenant le même combat dans lequel vous m'avez vu et dans lequel vous entendrez dire que je suis encore. Mm-hmm. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Welche das aus? 29. Also hier sagt uns die Bibel, es ist uns im Blick auf Christus Geschenk geworden oder genau geworden, nicht allein zu glauben. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass es durch die Gnade, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Wir haben keine Taten, keine Werken gemacht, aber wir sind durch seine Gnade Gottes Kinder geworden. Und man freut sich, wenn eine sich bekehrt. Es ist Freude im Himmel, aber man muss auch wissen, dass es nicht nur darum geht, immer Freude zu haben. Dazu gehört auch einige Sachen. Das Leiden, die Bibel sagt uns, dass ein Gotteskind wird leiden für Christus. Weil wenn wir Gottes Kinder werden, wir empfangen den Heiligen Geist, der uns dann von Sünde überführt. Das heißt, man will nicht mehr lügen, man will nicht mehr stehlen, ne? Man will nicht mehr ungerecht sein, man versucht immer zu tun, was Gott uns am Herz legt. Und dann fangen ab da die Kämpfe an, gegen unser eigenes Fleisch erstmal. Weil das Fleisch versucht immer, diese Sachen zu machen, was Gott nicht will. Wenn man in einer Situation ist, wo man lügen muss, dann überlegt man sich, ach, vielleicht ist es besser, es ist eine Notlüge, ich mache das und dann ist es okay. Aber das ist, was das Fleisch will. Aber der Geist sagt uns, nein, du musst nicht lügen, du musst die Wahrheit sagen, auch wenn das dein Leben kostet wird. Das kann auch deine Arbeit kosten. Das kann auch dein Chef sein, der sagt, du musst lügen. Aber dann musst du sagen, nein, mache ich nicht. Und dann wärst du nicht mehr beliebt. Und das ist, was wir als Christen manchmal vergessen. Dass wenn man mit Gott lebt, wenn man Gottes Kind geworden ist, dann muss man manchmal leiden. Das gehört dazu. Leiden gehört zu Glauben. Weil wir leben in einer Welt, wo die Leute nicht nach Jesus oder nach Jehoshua wandeln. Jeder hat seine Art und Weise zu denken. Viele würden sagen, Notlüge sind nicht so schlimm. Man würde sagen, ach, wenn du mal etwas brauchst, dann kannst du vielleicht mal im Laden klauen. Das ist nicht so schlimm, wenn du nicht erwischt bist, dann ist es nicht schlimm. Aber das sind kleine Beispiele. Ich will nur damit sagen, wir müssen lernen, auch in Schwierigkeiten, in Bedrängnisse, Gott zu loben. Es ist immer schwierig, dass man, wenn man Sorge hat, zu sagen, Gott, ich weiß, es ist schwierig,
aber trotzdem möchte ich dich loben, ich möchte dich ehren mit meinem Leben. Es ist zwar schwierig, aber ich möchte das tun. Ich möchte einfach mal uns alle ermutigen und ermahnen, dass das Leid zum Glauben gehört. Jeder muss es wissen. Ich weiß nicht, in welcher Situation jeder von uns sich befindet. Vielleicht hat einer irgendwie Schwierigkeiten bei der Arbeit, ist einer krank oder eine Sucharbeit, findet aber nicht. Aber trotzdem, trotz dieser schwierigen Situation, muss man weiterhin Gott preisen und anbeten. Er ist Gott. Das wird nicht dran ändern, ob man sich so viele Sorgen macht, das ändert nichts dran, dass er immer noch Gott ist. Mhm. Und wenn er wirklich dann Gott ist, er sagt, du musst einfach Freude haben. Jeden Tag, der hat dir diese Freude geschenkt. Ob du krank bist, ob du Arbeit hast, ob du reich bist, ob du, arm bist, musst du in der Lage sein, dieser Gott zu loben und preisen. Das ist auch, was man Anbeter im Geist und in Wahrheit. Nicht nur diese Anbeter, die anbeten können, wenn alles gut ist, wenn man alles hat, was man sich wünscht, wenn man Kinder hat, wenn man Arbeit hat, wenn man ein Haus hat, dann kann jeder sagen, das ist die Freude, das ist die Freude, die die Welt auch hat. Jeder freut sich, wenn er ein Haus hat oder ein Auto bekommt. Aber wir als Gotteskinder, wir müssen die Freude haben, auch wenn wir in Schwierigkeiten sind. Auch wenn wir trauen müssen, auch wenn Mangel, müssen wir in der Lage sein, Gott zu preisen. Und wenn wir uns versammeln, ich merke manchmal, wie schwierig ist es anzufangen. Und es ist wirklich schade, weil Gott sagt uns, alles was atmen muss in Loben. Wenn ich hier stehe heute, wenn ich heute noch Leben habe, dann muss ich muss auch mich bemühen, ihn zu loben und zu preisen. Weil nur weil ich lebe, Sorge wird es immer geben. Das wird nie, bis er zurückkommt, es wird immer und immer Sorge geben. Aber trotzdem muss ich mich daran erinnern, ich atme, ich bin jetzt hier, ich bin in seiner Gegenwart. Ich möchte ihn anbeten, ich möchte ihn loben, ich möchte meine Sorge vergessen, ich möchte nicht mehr dran denken. Das ist sowieso eine große Last, jeden Tag diese Last zu tragen, wenn man sich rechts und links anschaut. Es gibt immer Probleme, die Leute sterben, die Leute haben Probleme, die Leute sitzen auf der Straße, du selber hast Probleme, aber trotzdem, du lebst. Und er sagt uns, wir müssen ihn jeden Tag loben und preisen. Ich werde uns wirklich drum bitten, jedes Mal, wenn wir uns versammeln, nicht, dass ich besser bin, es passiert mir auch, aber dass jeder sich daran erinnert, er soll mal ein Anbeter werden in Geist und in Wahrheit. Und dass das Leiden dazugehört, wenn man an Gott glaubt. Sei gesegnet. Und ich wünsche uns noch mal eine schöne Zeit mit Gott, die jede Freude hat. Amen.